So, hallo Andreas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Bei mir hat sich ja jetzt nun mittlerweile einiges geändert und es dreht sich jetzt viel um Männergesundheit und da dachte ich mir, gibt es keinen besseren Gast für meinen Podcast als dich. Und ja, es ist mir wieder eine Ehre, dich hier willkommen zu heißen. Stell dich aber doch mal gerne kurz vor für meine ganzen neuen Follower, die ich mittlerweile habe. Herzlichen Dank, Pascal, dass ich wieder an einem Video mit dir und einem Podcast partizipieren darf. Mein Name ist Andreas Schlecht. Ich bin Heilpraktiker, Osteopath, Apotheker, habe viele Jahre Medizin studiert, betreibe hier in Punta Cana eine Schwerpunktpraxis für regenerative Medizin. Das geht vor allem um Schmerztherapie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und beschäftige mich seit 30 Jahren mit Kraftsport, Bodybuilding, alles was mit Leistungssteigerung und natürlich zwangsläufig mit dem Thema, was wir uns heute beschäftigen möchten, nämlich der Hormone Replacement Therapie, insbesondere den Testosteron. Ja, sehr schön. Dann fange ich gleich mal mit meiner ersten Frage an. Und zwar, wie hängt denn das Darmmilieu mit dem Testosteron zusammen? Als nächstes Mal ist es so, dass die allermeisten Sportler, aber auch Nichtsportler allgemein davon ausgehen, der Darm ist einfach nur ein Resorptionsorgan, das der Metabolisierung von Nährstoffen dient, das der Aufnahme von Nährstoffen dient und übersehen aber, welche weitreichenden Konsequenzen ein gestörtes Darmmilieu hat, also ein Mikrobiom, eine veränderte Besiedlung unseres Darms auf der Lamina epithelialis. Das heißt also, unsere Schleimhaut ist besetzt mit Mikroben, die sind lebenswichtig. Und diese Mikroben, die verändern sich im Laufe des Lebens durch Antibiotikagabe, durch Schmerzmittel, insgesamt durch Medikamente, durch Toxine, wo wir heute so viele haben. Es geht hier insbesondere um Impfungen, es geht um quecksilberhaltiges Füllungsmaterial, aber natürlich auch um viele Medikamente und last but not least sind es einfach Fehlernährungen. Konsequente, jahrelange Fehlernährung. Sei es die Übereiweißernährung, sei es die zu fettreiche Ernährung, Alkoholkonsum. Also alles, was wir quasi tun im Leben, das ist wie im Leben, hat seine Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die bekommen wir zu spüren. Entweder in positiver Hinsicht oder schlussendlich in negativer Hinsicht. Und manche fragen sich natürlich, wenn wir das so, wie wir das machen, aus materialistischer Sicht immer nur kurzfristig sieht, also die meisten Mediziner, die denken ja nicht weiter wie von der Mauer bis zur Tapete und sehen dann halt nachher, der Mann hat zu wenig Testosteron. Aber sie machen sich keine Gedanken, woher kann das kommen? Das ist genauso wenig, wie die Medizin sich Gedanken macht, warum hat denn derjenige hohe Cholesterinwerte, wenn sie überhaupt bedeutsam sind? Warum hat derjenige einen Herzinfarkt? Naja, Atherosklerose. Aber die Problematik sitzt eigentlich im Darm. Der Tod, kann man wirklich sagen, sitzt im Darm. Und daher kommen die chronischen Entzündungen. Das heißt, bei einer Veränderung der Mucosa, bei veränderter Besiedlung mit lebenswichtigen Mikroben, kommt es in vielen Fällen zu chronischen Entzündungen. Und diese chronischen Entzündungen, wie ich jetzt noch gleich beschreiben werde, haben einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf unsere Steroidhormone. Und ein wichtiges Steroidhormon des Mannes, das können uns unsere Zuschauer bestätigen, ist eben nun mal das Testosteron beim Mann, das Östrogen bei der Frau und natürlich die anderen Androgene wie DHEA, Androstenedion. Ja, das kann man ja heutzutage immer mehr beobachten, wie schon wirklich junge Männer mit Anfang 20 wirklich Probleme mit ihrem Testosteron haben. Also es wird echt immer schlimmer. Das ist richtig. Die Fehlernährung nimmt mehr zu. Die Industrienahrung nimmt mehr zu. McDonald's und Pizza Hut und überall. Aber nicht nur das. Hier kommen Chemtrails dazu. Hier kommt die frühe Medikalisierung hinzu. Die viel zu frühe Gabe von Psychopharmaka. Das eine bedingt das andere. Ja, das heißt also auch bei psychischen Erkrankungen spielt der Darm nur mal so als Grundlage. Ist jetzt heute nicht unser Thema. Soll auch nicht unser Thema sein. Aber wenn ich psychische Probleme habe, dann würde ich ganz stringent mal und ganz rasch mal nach dem Darm schauen, als grundlegende Information. Das heißt also, ganz viele Faktoren spielen eine Rolle auf unsere Darmschleimhaut und auf die dort sich befindlichen Mikroben. Wenn man sich mal so in der Gesundheitsszene umhört, ist ja auch der Begriff Leaky Gut taucht immer mehr auf und es wird ja auch immer populärer. Das wird wahrscheinlich auch mit dem Testosteron zusammenhängen, oder?
In Konsequenz auf jeden Fall. Bin das sehr dankbar, dass du den Fachbegriff in den Raum gebracht hast. Leaky Gut ist eigentlich der löchrige Darm. Das wird oft salopp so hingenommen. Sagt man, ja, wir haben halt immer einen löchrigen Darm. Die einen haben ein löchriges Gehirn, die anderen haben einen löchrigen Darm. Aber Tatsache ist eben, dass wir, wenn wir ein Leaky Gut-Syndrom haben, unser Darm nicht mehr funktioniert. Das Immunsystem funktioniert nicht mehr. In weiten Teilen ist das tatsächlich ein riesiges Problem, weil auf der einen Seite, der Darm hat natürlich zu bestimmen, was von unseren Nährstoffen im Darm wird aufgenommen und was nicht. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was kann denn durch die Endotoxinbildung, also was geht durch die Darmschleimhäute durch? Endo von innen, Toxine von Gifte. Wir müssen ja verstehen, Bakterien haben ja Abbauprodukte. Wir werden ja nicht krank durch die Bakterien. Wir werden ja krank und symptomatisch und bilden Fieber durch die Pyrogene, das heißt durch die bakteriellen Abbauprodukte. Das ist das, was uns krank macht. Also die Diskussion, ob Viren uns überhaupt krank machen können, das hat damit zu tun, dass Viren ja nicht leben. Und etwas, was nicht lebt, hat keinen Stoffwechsel. Und etwas, was keinen Stoffwechsel hat, hat keine metabolischen Abbauprodukte. Das heißt also, problematisch bei den Bakterien sind ihre metabolischen Abbauprodukte, die auf der einen Seite für uns natürlich gut sein können, so viel mal als Einleitung, aber sie können uns auch dementsprechend wirklich ganz gewaltige Probleme machen. Das sind zum Beispiel Clostridien. Clostridien haben Clostridium-Toxine. Die bilden giftige Abbauprodukte und die kommen durch die Darmschleimhaut durch ins Blut. Das nennt sich Endotoxinämie oder auch die Lipopolysaccharide, also Zucker-Fett-Verbindungen, die kommen aus dem Darm, aus unserer Schleimhaut, gelangen erstmal zur Leber. Das ist natürlich eine Riesenbelastung für die Leber. Die Leber kann das am Anfang rausfiltern, solange bis die Leber einfach entweder selbst krank wird, durch Leberfibrose, durch irgendwelche Entzündungen. Nicht jede Hepatitis ist gleich immer eine Virushepatitis, wird oft fehlinterpretiert. Oft sind es endotoxische Belastungen aus dem Darm, aus einer fehlerhaften Besiedlung mit Bakterien, die ihrerseits giftige Abbauprodukte bilden, die man messen kann. Fraglos kann man die messen. Der Hausarzt macht es nicht. Meistens versteht das nicht. Und man sieht auch den Fokus nicht. Die Notwendigkeit wird da auch nicht gesehen. Und dann kommt es zu einer peu à peu Vergiftung des gesamten Patienten. Vom Herz bis zum zentralen Nervensystem. Jedes Organsystem kann darunter leiden. Und was natürlich am meisten darunter leiden, das dürfen die Sportler jetzt freuen, unsere Mitochondrien. Die Mitochondrien, die Atmungskette, das ist ein komplexer Ablauf an der Atmungskette, der hochkomplex ist und extrem vulnerabel. Und wenn wir da Giftstoffe reinbringen, dann ist es für jeden erklärbar, dass diese Giftstoffe unsere Atmungskette blockieren und damit unsere Mitochondrien. Und damit haben wir keine Energie. Was haben wir heute alle? Gerade wenn ich Mann sein will, dann brauche ich Energie. Wenn ich für Frauen attraktiv sein will, dann muss ich für einen Alpha-Typ erstmal Energie haben. Was bringt mir das, wenn ich vom Geiste her Alpha-Typ bin, aber ich habe die Energie nicht, um es irgendwie umzusetzen? Das wirkt auch total unattraktiv auf Frauen, so energielose Männer. Genau. Aber viele sind ja gar nicht schuld. Das ist ja nicht sui generis. Diese Energielosigkeit, die kommt ja nicht, weil wir unsere Steuern nicht bezahlt haben oder weil wir unseren Ablassbrief nicht bezahlt haben oder weil wir nicht mehr in der Kirche waren jeden Samstag, sondern das hat ja damit zu tun, dass wir entweder uns selbst dazu beitragen, dass wir uns vergiften oder dass wir von staatlicher Seite, wie heute auch wieder aktuell, vergiftet werden. Durch Lebensmittel, durch Impfungen, durch Amalgamfüllungen. Und das Ziel ist natürlich, eine in weiten Teilen kranke Bevölkerung zu schaffen. Aber die Sekundärkomplikation, die stellen wir natürlich fest. Auf der einen Seite für die Pharmaindustrie und für die Ärzteschaft, die da nicht drüber nachdenken. Die Ärzteschaft denkt da nicht drüber nach, weil die sind der Meinung, das Richtige zu tun. Aber der Patient und der Mann und aber auch die Frau, die merken halt schon irgendwo, ohne das gesamte Konzept verstehen zu können, weil sie einen Einblick nicht haben, verstehen halt irgendwo nicht so ganz, was ist denn los mit mir? Ja? Viele Frauen fragen, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Die Männer kommen und sagen, das kennst du ja selbst von dir. Ja, die kommen und sagen, ich fühle mich irgendwie
nicht richtig als Mann, ich habe keine Energie, ich habe keine Libido, ich habe nicht dies, ich habe nicht das. Ja? Wir leben in einer defizitären Gesellschaft im Überfluss. Ja? Das nennt sich eigentlich Wohlstandsverwahrlosung. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe das Gefühl, mit meinem Darm stimmt irgendwas nicht, gibt es da irgendwelche Darmtests, die du empfehlen kannst, damit man da so Gewissheit hat? Also der Darmtest, den ich empfehle, ist in erster Linie einmal ein Mikrobiom. Das können wir nachher ganz kurz besprechen. Es ist einfach eine Stuhlanalyse. Okay. Und da kann man mich auch gerne mal kontaktieren oder man kann dich gerne kontaktieren, wenn da Interesse besteht. Ich kann es gleich vorwegnehmen. Beim Hausarzt gibt es da leider keine Hilfe. Beim Hausarzt kann man einen Krankenschein abholen, da kann man sich vielleicht auch mal irgendwo ein Rezept abholen, aber mehr kann man da nicht erwarten. Deswegen, also Mikrobiom muss man dann selbst machen, muss man leider auch selbst bezahlen, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, Pascal, derjenige, wo das Geld nicht hat, der hat auch kein Problem. Stimmt, ja. Das stimmt. Und ich denke, man muss sich immer bewusst sein, welchen Preis man im Endeffekt zahlt. Also wenn man das Geld nicht in die Hand nimmt, welchen Preis wird man später dafür bezahlen? Langfristig, ja. Wir müssen mehr in langfristige Dinge denken. Das ist ganz klar, ja. Was wir jetzt vielleicht mal ganz kurz machen können, damit unsere Zuschauer das verstehen. Also du hast ja richtig angefangen, du bist jetzt richtig eingestiegen mit der Frage Darmentzündungen. Lass uns mal globaler anschauen, unser Immunsystem. Sagen wir mal, unser Darm repräsentiert zu 70% unser Immunsystem. Und unser Immunsystem besteht aus verschiedenen Teilen. Allen voran der Darm, die Makrophagen, also die Fresszellen, das Lymphsystem. Und wenn wir uns jetzt mal auf den Makrophagen, die Fresszelle, konzentrieren. Die Fresszelle hat also einen Erreger entdeckt, ja, und stimuliert dann durch Zytokine, das ist das, was ihr hier in der Mitte sehen könnt, Tumornekrose Faktor Alpha, das kann man im Labor bestimmen, Interleukin 1 und Interferon Gamma kann man auch im Labor bestimmen, stimulieren diese Zytokine unser Nervensystem. Und das Nervensystem, das kennt jeder Bodybuilder, beschränken wir uns mal auf den Hypophysenvorderlappen. Und der Hypophysenvorderlappen setzt CRH frei, das heißt Corticotropin Releasing Hormon. Und das heißt, übersetzt einfach nur Cortison. Und wo wird das Cortison, das erstmal nicht aktiv ist, durch eine Beta-Steroid-Dehydrogenase aktiviert werden muss, zu Cortisol, weil es ist immer so die Frage, manche fragen sich da schon, ist Cortison und Cortisol das Gleiche? An der Stelle vielleicht mal ganz kurz, Cortison ist das biochemisch oder biologisch nicht aktive Vorläuferhormon, das dann durch eine Steroid-Dehydrogenase, also Dehydrierung, aktiviert wird. Und das Cortison, oder dann in dem Fall das Cortisol, das wird in der Nebennierenrinde gebildet. Und die Nebennierenrinde stimuliert wird den Makrophagen. Das heißt also, diese beiden Systeme, unser Makrophage, unser Nervensystem und dann das Endokrinium, stehen aufs Engste in Verbindung. Und das müssen wir berücksichtigen. Also der Makrophage aktiviert bei Bedrohung den gesamten Organismus. Und deswegen ist es so, wenn jetzt jemand eine chronische Entzündung hat, ob das im Darm ist, ob das der chronisch vereiterte Zahn ist, ganz egal, wo das ist, der Makrophage aktiviert den gesamten Organismus. Bei Entzündung entsteht Fieber, wer kennt das nicht? Müdigkeit, weil das verletzte Tier, das eine Entzündung hat, das soll ja nicht durch die Gegend laufen, weil das würde die Heilung dementsprechend verhindern, das würde die Regeneration verhindern. Ganz wichtig, auch Fieber und Fatigue, das Chronic Fatigue Syndrom, was ist denn das? Das Chronic Fatigue Syndrom ist die Silent Inflammation, die chronische Entzündung im Darm, die meistens keiner findet. Ja? Oder die chronische Entzündung in den Mandeln, die keiner findet, die man als normal erachtet. Da gibt es dann alle 3-4 Monate Antibiotika. Oder die chronische Blasentzündung bei der Frau, wo ständig ein Antibiotika nach dem anderen gibt, solange bis die Darmflora völlig hinüber ist und an für sich gesehen wieder Entzündungsherd darstellen kann. Ja? Also
Das muss man viel komplexer anschauen. Und dann natürlich die Reaktion auf das Fieber. Die Reaktion ist dann einfach die hormonelle Adaption. Das heißt, die Nebennierenrinde schüttet dann demzufolge Cortison aus. Und das Cortison, das ist das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb einer Entzündungsreaktion bin, und da kommen wir dann jetzt gleich drauf, dann macht mein Körper natürlich kein Testosteron, dann macht der Cortison. Ja? Und das sieht man jetzt zum Beispiel hier. Wir haben jetzt zwei Systeme. Wir haben unsere Nebennierenrinde auf der einen Seite und wir haben die Hoden, die Gonaden beim Mann, bei der Frau funktioniert nicht genau das Gleiche. Beim Mann sind die Gonaden die Hoden, bei der Frau sind die Gonaden die Ovarien. Und beim Mann passiert einfach Folgendes. Bei einer chronischen Entzündung, aber auch bei einer akuten, geht es schon los. Natürlich, je länger das System aus dem Gleichgewicht ist, desto signifikanter werden die Probleme, desto größer werden die Symptome des Patienten. Und irgendwann kommt er dann mit einem Low-Testosteron-Syndrom, dann entweder zum Arzt oder wo auch immer hin. Aber wichtig ist, die Nebennierenrinde muss, wenn wir eine chronische Entzündung haben, aus unserem Cholesterin in den Mitochondrien macht die Pregnenolon, dann 17-Alpha-Hydroxypregnenolon und über den Tumornekrosefaktor Alpha von den Makrophagen Cortison. Aber das Testosteron, was ihr auf der anderen Seite seht, in den Gonaden, also die intratestikuläre Androgenproduktion, wird zurückgefahren. Ihr seht die Stoppschilder. Ihr seht das Stoppschild bei der Umwandlung, also bei der chemischen Reaktion, das ist ja im Prinzip eine enzymatische Reaktion, wofür wir Enzyme brauchen. Und viele Männer fragen sich ja, warum habe ich zum Beispiel hohes Cholesterin? Ja, ganz genau deswegen, weil es nicht mehr funktioniert, weil verschiedene Zytokine, unter anderem der Tumornekrosefaktor Alpha, also TNF-Alpha, hier uns einen Strich durch die Rechnung machen. Der Strich kommt durch eure chronischen Entzündungen im Darm oder durch die chronische Entzündung in den Zähnen oder wo auch immer. Ja, das kann auch irgendwo eine Dermatitis sein, es kann eigentlich alles sein. Die Grundlage jeder chronischen Erkrankung, da kann man sich fast heute festlegen, ist in fast allen Fällen die Silent Inflammation. Und diese Silent Inflammation setzt Zytokine frei. Zyto von Zelle und Kinine von Bewegung. Das heißt, das sind Stoffe, die Zellen bewegen, die etwas auslösen, die Zellen steuern. Das sind Zytokine. Und der Tumornekrosefaktor Alpha sorgt dafür, dass beim entzündeten Patienten aus dem Cholesterin eben kein Testosteron entsteht und auch kein DHA entsteht und auch kein Östrogen in erster Linie mal, sondern es entsteht Cortisol. Im zweiten Weg kann der Tumornekrosefaktor Alpha dann aber dafür sorgen, dass aus dem Testosteron, ich muss ein bisschen zurückgehen hier, 17-Beta-Östradiol entsteht. Ja, also das ist der Punkt, den ich bei vielen Männern sehe. Niedriges Testosteron, hohes Cortisol, hohes Östradiol, Gynäkomastie, Verweiblichung, auch psychische Probleme, die dadurch entstehen, das kennst du besser wie ich. Ja, das macht alles Sinn, so wie du das beschreibst. Da kann gar nichts mehr funktionieren. Die Problematik ist die, dass wir das auf biochemischer Ebene bisher so nicht angesehen haben. Also wir schauen immer zu stark auf die Psyche. Wir dürfen die Psyche nicht außer Acht lassen. Ja? Aber es muss nach dem Motto, wie ich immer sage, audiatur et altera pars. Also schau dir auch die andere Seite an. Das ist ganz wichtig, Pascal, dass diejenigen, die uns jetzt zuhören, verstehen, okay, von der Psyche her muss ich mich sicherlich neu programmieren. Mit dem, was wir heute als Mann auf der Straße vorfinden, das ist sicherlich für viele Frauen nicht sonderlich attraktiv. Aber das ist der mehr oder weniger dein Part. Aber der biochemische Part dahinter, ich kann mich ja psychisch einstellen, ich kann mir ja tatsächlich durch verschiedene Techniken auch mich als Alpha versuchen zu positionieren. Ich kann auch versuchen, dementsprechend eine gewisse mentale Stärke aufzubauen. Aber das Ganze wird limitiert. Vor allem komprimiert durch die chronischen Entzündungen, die wir heute ja gar nicht mal abklären. Die allermeisten, wenn wir zum Beispiel mal anschauen, Coach Burak macht das ja relativ gut, ja, indem er mal aufgeklärt hat, indem er das Thema überhaupt erstmal angesprochen hat. Aber es ist zu oberflächlich.
Es passt nicht ganz, weil ich kann nicht bei jedem jungen Mann eine Testosteron-Replacement-Therapie durchführen. Natürlich kann ich das nicht, aber auch nicht dann, wenn die Parameter stimmen, weil ich erstmal gucken muss, ob denn der irgendwo im Darm eine chronische Entzündung hat oder in der Prostata oder in den Zähnen. Und das rechtfertigt dann vielleicht schon, wenn wir da nicht weiterkommen, dann bin ich nicht gegen eine Hormon-Replacement-Therapie. Ja? Ich beschäftige mich seit 30 Jahren damit. Und es gibt wohl kaum jemanden, der mehr Erfahrung mit Steroiden hat wie ich selbst, ja? Aus jahrelangen Kenntnissen mit Athleten und so weiter. Aber es ist nicht angezeigt, bei jemand mit einer Hormon-Replacement-Therapie zu schnell mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, weil die Männer werden ja unfruchtbar. Die werden ja infertil. Das ist das größte Problem. Kann man das nicht mehr rückgängig machen, wenn zum Beispiel ein Mann da ziemlich lange eine Testosteronersatztherapie fährt? Du sagst es richtig, Pascal, wenn er ziemlich lange, dann wird es schwierig. Ja? Es kommt zur Hodenatrophie, also die testikuläre Atrophie, die Zellen gehen zugrunde. Du kannst es so vorstellen, wie wenn jetzt jemand mal 2 Jahre aufgrund von einem Autounfall oder von irgendeiner Schädigung auf der Intensivstation oder bettlägerig ist, ja, dann ist die Muskulatur derart atrophiert, dass es wirklich schwierig wird. Und so ist es bei den Hoden, bei den ledigen Zwischenzellen, die ja das Testosteron produzieren, kann man sich merken, ledig von Testosteron. Es gibt die Sertoli-Zellen für die Spermatogenese und die ledigen Zwischenzellen fürs Testosteron. Und leider atrophieren halt beide. Ja? Also wenn ich von außen Testosteron zuführe, ist es ja schön und gut, ja. Aber es atrophieren eben beide Zellen in meinen Hoden, also sowohl die ledigen Zellen, die für die Testosteron, die intratestikuläre Androgenproduktion verantwortlich sind, als halt auch die Sertoli-Zellen. Und damit bin ich unfruchtbar, bedingt unfruchtbar. Es gibt trotzdem mal gewisse Ausrutscher. Ne? Man hat es ja auch jahrelang mit MEN zum Beispiel, Methyltrienolon hat man ja auch versucht mit einem sehr starken Testosteron-Derivat den Mann tatsächlich, wie die Pille für den Mann, ja, das tatsächlich auch medizinisch auszunutzen. Aber es ist tatsächlich so, je länger ich diese Hormon-Replacement-Therapie einsetze, desto schwieriger wird es, die Hoden wieder auf die alte Größe zurückzubekommen. Das heißt, das Volumen der Hoden nimmt ab, was nicht nur ein kosmetisches Problem ist, was wir auch viele klagen, weil man spürt einfach, dass der Hoden quasi atrophiert ist. Das kann teilweise gehen bis auf, ich sag mal, Kleinfingergipfelgröße. Ja, so können die Hoden atrophieren. Der Hoden kann sich wieder regenerieren, aber das bedarf schon einer, ich sage jetzt mal, aufwendigen Therapie, die mittelfristig funktioniert, aber nicht kurzfristig. Also innerhalb von einem Jahr kann man sicherlich einiges machen. Da gibt es einige Präparate, die man einsetzen kann. Aber es ist nicht so ohne weiteres. Gerade so in der Bodybuilding-Szene hört man da immer wieder von HCG, dass sie das auch während ihrer Therapie oder während sie Steroide nutzen, benutzen, um das Ganze wieder, sag ich mal, rückgängig zu machen. Einerseits richtig, HCG, HMG, also humanes Menopausengenom, kann man beides machen. Das HCG stimuliert primär die Sertolit, die ledigen Zwischenzellen, und das HMG, das humane Menopausengenom, das dann der Sertolit-Zellen. Aber prinzipiell ist es doch so, dass ich dann eben schon 2 Medikamente im Spiel habe. Und dann wird es mit dem HCG, also dem humanen Homöographien, ist es schwierig, wenn wir HCG arbeiten, dass wir das Estradiol im Griff behalten. Das ist oft ein Problem. Prinzipiell gut, aber wenn, dann niedrig dosiert. Also HCG kann man machen, man kann auch Clomiphen oder Raloxifen oder Tamoxifen machen, aber prinzipiell ist es halt so, wenn ich dann mit einer Hormon-Replacement-Therapie beim jungen Mann starte, dann habe ich natürlich gleich 2 Medikamente oder gar 3. Und aus 3 werden 4 und aus 4 werden 5, weil dann viele noch auf die Idee kommen, sie könnten ja noch ein Arimidex einsetzen oder ein Exemestan oder ein Letrozol, also ein Aromatase-Hemmstoff. Da gibt es ja auch kompetitive Mechanismen. Aber Tatsache ist eben, dass das durchaus schwierig ist. Einfacher ist es, wenn man sich nach weiteren Ursachen für die erniedrigte intratestikuläre Androgenproduktion umschaut. Und da könnten tatsächlich Entzündungen, wie ich das häufig erlebe, eine Rolle spielen.
Dann würde ich gerade bei dem Thema Entzündungen wieder ansetzen. Und zwar, welche Nahrungsmittel fördern denn Entzündungen gerade im Darm? Von was würdest du da absolut abraten? Ich sage jetzt mal, die Ernährung des klassischen Sportlers mit viel Eiweiß, das ist nicht auf jeden Menschen so ohne weiteres zu übertragen. Wenn jetzt mal ein junger Mann auf die Idee kommt, ins Fitnessstudio zu gehen, dann kriegt er halt von seinen Kumpels und verschiedenen Magazinen, war es früher, gab es so die Sportrevue, gibt es ja auch nicht mehr. Heute liest man sowas im Internet, dass man halt unmögliche Mengen von Eiweiß unmöglich zu verdauen unbedingt benötigt. Das ist so diese Conditio sine qua non. Da führt das nichts dran vorbei. Das ist aber nicht für jeden machbar. Es gibt Männer, die haben zu wenig Magensäure. Frauen natürlich auch. Ja, ich möchte es jetzt nicht geschlechterspezifizieren. Aber nicht jeder kann diese großen Mengen Eiweiß tolerieren. Und dann kommt es darauf an, auf die Qualität vom Eiweiß. Also Supplemente tragen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit vor allem die schlechten Supplemente, die billigen Supplemente mit vielen Füllstoffen, mit vielen Konservierungsstoffen. Ja, also Xanthengum, Guarangum, also so aus dem Kautschukbaum, diese Stoffe, die würde ich auf gar Füllstoffe keinen Fall wahrscheinlich nehmen. noch. Richtig, Ja. richtig. Also alles, was irgendwo, auch Whey-Protein ist sehr in Frage zu stellen. Ja? Also Whey-Protein, gerade weil Milchprodukte. Und ihr wisst selbst, ja, das weiß jeder von unseren Zuschauern, die Kühe, die werden mit allem gespritzt, was Gott verboten hat. Da würde ich dann auch von Whey abraten, was aus Weidehaltung stammt. Nicht prinzipiell, ich würde nicht von irgendwas prinzipiell abraten, sondern ich hatte erst heute Morgen einen Bodybuilder, der mich gefragt hat, was soll ich denn überhaupt essen und kannst du mir einen Ernährungsplan aufschreiben? Da habe ich gesagt, ich kann dir keinen Ernährungsplan aufschreiben. Nicht, weil ich es nicht will. Das kann niemand. Du musst ausprobieren, welche Lebensmittel sind für dich verträglich. Halt es überschaubar, Ja. halt es im kleinen Rahmen und setze einfach jede Woche ein neues Lebensmittel hinzu. Und siehe, ob du es verträgst oder nicht. Aber lass dir nicht von irgendjemandem einen Ernährungsplan aufschreiben, der ja gar nicht weiß, wie deine Verträglichkeit diesbezüglich ist. Also allgemein, als allgemeine Anleitung kann man ganz bestimmt sagen, naturbelassen. Möglichst naturbelassen, möglichst wenig verarbeitet, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, weg von der Chemie. Das ist sicherlich das Allerbeste. Kein Aspartam, keine Sucralose, kein Saccharin. Keine Zuckeraustauschalkohole, die ganz ungünstig sind für die Darmflora, also Xylit und die ganzen anderen Zuckeraustauschstoffe. Das ist sicherlich eine Katastrophe für die Darmbakterien. Ihr müsst immer sehen, die Darmbakterien, die fühlen sich in einem gewissen Milieu wohl. Das ist meistens basisch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu wenig Magensäure haben, eine Hypoazidität nennt sich das in der Medizin, dann kann natürlich unsere Eiweißzufuhr, das heißt, ob das jetzt durch Fleisch kommt oder durch Whey-Protein, nicht richtig denaturiert werden. Das heißt also, die Brocken, mal einfach gesprochen, sind zu groß. Die Proteine können nicht denaturiert werden, sie können nicht aufgespalten werden in ihre Peptide, also Polypeptide, Oligopeptide, Dipeptide, Tripeptide und schlussendlich haben wir dann die Aminosäuren. Und die Aminosäuren, so weit geht ja die Aufspaltung gar nicht. Das heißt also, die Proteine kommen in weiten Teilen unverdaut, sprich nicht richtig vorbereitet ins Duodenum. Also an den Magen schließt sich der Antrum-Pylorus-Bereich, das ist der Pförtner, der nochmal kontrahiert, der quasi den Speisebrei vom Magen nochmal raustransportiert ins Duodenum. Und im Duodenum, da münden die Säfte der Gallenblase und die Säfte der Bauchspeicheldrüse. Und wenn jetzt die Speise nicht richtig vorbereitet wurde, sprich die Aminosäuren sind nicht gespalten worden, dann haben wir große Fragmente, dann haben wir Proteine und die können durch die Darmschleimhaut nicht hindurch. Und wenn dann noch die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert oder die Bauchspeicheldrüse einfach weniger Sekret bildet oder weil die Gallenblase nicht richtig funktioniert, weil derjenige eine toxische Belastung der Leber hat, weil er Medikamente nehmen muss, weil er Psychopharmaka nehmen muss. Oder was ganz wichtig ist als Sportler, weil er eine instabile Halswirbelsäule hat. Die instabile Halswirbelsäule ist ein ganz wichtiger Part, weil die Halswirbelsäule hat erst mit dem Darm nichts zu tun. Richtig? Nein, völlig falsch. Wer steuert denn unseren Magen-Darm-Trakt? Der liebe Gott?
Nein. Die Politiker, na gut, die steuern mittlerweile alles, aber nein. Wer steuert unseren Magen-Darm-Trakt? Unser zentrales Nervensystem. Und mit was macht er das? Mit dem 10. Hirnnerv. Welcher ist das? Der Nervus vagus. Vagus von vagabundieren. Und wenn ich jetzt Fußball gespielt habe, wenn ich Boxen war, wenn ich Catchen, Ringen, Joggen bei ungünstiger Wirbelsäulenform, zum Beispiel Steilstellung der Halswirbelsäule, dann gibt es immer kleine Traumata. Und diese kleinen Traumata führen zu einer instabilen Halswirbelsäule. Und die kann den Nervus vagus komprimieren. Und das ist der Grund, warum bei vielen der Magen nicht gut funktioniert. Ständig haben sie zu wenig Magensäure, weil die Steuerung nicht stimmt. Eine Firma funktioniert nur so gut wie die Geschäftsleitung. Und der Magen funktioniert nur so gut, wie der Nervus vagus dem Magen seine Instruktion gibt. Oder dem Dünndarm. Oder der Bauchspeicheldrüse. Oder der Gallenblase. Oder dem Dickdarm. Völlig egal, was wir jetzt nehmen. Ja? Der Nervus vagus versorgt den gesamten Gastrointestinaltrakt bis hier, kann man das sehen, Flexura collisionistra, bis hierher. Also nur der Enddarm quasi, der wird aus den sakralen Bereichen, also aus dem Kreuzbein, innerviert, aber der gesamte Magen-Darm-Trakt wird versorgt von hier oben, vom zentralen Nervensystem über den Nervus vagus und alles, was ihr an Halswirbelsäulenprobleme habt, wenn ihr Nackenverspannungen habt, wenn ihr ständig Probleme mit der Halswirbelsäule. Und es kommen dann ständige Verdauungsbeschwerden hinzu, die euer Arzt aufgrund seines meistens oberflächlichen Betrachtens der Situation, drücken wir es mal wohlwollend so aus, nicht richtig interpretiert und sagt, ihr habt ein Reizdarmsyndrom. Da müsst ihr, solltet ihr hellhörig werden und sagen, vielleicht habe ich ein Problem mit der Halswirbelsäule. Weil der Nervus vagus läuft direkt am Atlas hier vorne, also wenn ihr hier. Das kann man jetzt schlecht darstellen. Direkt am Atlas läuft der Nervus vagus aus dem Schädel, aus dem Foramen jugulare, läuft er raus. Mit dem Nervus glossopharyngeus, der für Schlucken und die Zungeninnervation zuständig ist, und dem Nervus accessorius, der den Trapezius versorgt. Wenn ihr also Darmprobleme habt, eine Verdauungsstörung habt, ständige Blähungen habt, Halswirbelsäulenprobleme habt und Nackenverspannungen, dann ist es mit Sicherheit ein Thema, was es mal wert wäre, anzuschauen. Und dann erklärt sich auch, warum ihr vielleicht zu wenig Magensäure habt, eure Proteine nicht denaturieren könnt, warum ihr vielleicht die Bauchspeicheldrüse, die einfach nicht richtig funktioniert, oder schon seit vielen Jahren mit Pankreatin arbeitet. Ich meine, die Verdauungsenzyme, die kann man natürlich dazugeben. Das ist rein probatorisch möglich. Aber die Frage ist ja damit nicht geklärt. Wenn ein 25-jähriger Patient, der sich eiweißreich ernährt, oder Sportler, der sich eiweißreich ernährt, ständig mit Blähungen konfrontiert ist und sich aufgebläht und aufgedunsen fühlt und nach dem Essen kaum atmen kann, dann ist die Lösung wahrscheinlich nicht, erstmal Verdauungsenzyme zu nehmen. Kann man machen, aber langfristig ist es ja keine Lösung. Kannst du da den Zuhörern empfehlen, wie kann man das wieder korrigieren mit der Halswirbelsäule? Das ist der Bereich, den ich überwiegend mache bei den Athleten. Deswegen kommen die ja zu mir, die Proliferationstherapie. Das heißt, man nimmt Blut ab. Ich mache es so, ich nehme Blut ab aus der Vene des Patienten, aus dem Arm, Vena cubitalis media hier, und zentrifugiere das. Und dann habe ich ja die festen Bestandteile von den flüssigen getrennt. Ich produziere quasi Plasma. Und das Plasma spritzt sich dann an die Bänder an der Halswirbelsäule, um hier Wachstumsfaktoren reinzubringen. Man muss so sagen, die Wachstumsfaktoren, die werden ja quasi dafür sorgen, dass das Gewebe regeneriert, das sich eigentlich sonst nicht regeneriert. Also man kann mit Plasma sehr, sehr viel erreichen. Interessant. Was für Nahrungsergänzungsmittel würdest du denn jemandem empfehlen, der stark mit Entzündungen zu kämpfen hat? Da Um gibt das es sehr bisschen zu viele tolle mindern. Sachen. Da gibt es sehr viele gute Sachen, die kennst du auch. Kurkuma zum Beispiel, Omega-3-Fettsäuren. Aber das Allerwichtigste ist halt die Darmflora, damit erst gar keine Lipopolysaccharide in dem Maß entstehen. Die Dünndarmfehlbesiedlung. Das heißt, man darf nicht vergessen, wenn wir Clostridien im Darm haben, wenn wir zu viel Gramm negative Bakterien haben, die Lipopolysaccharide bilden, dann haben wir diese Endotoxinämie. Das ist dann genau der Bereich hier, was ich euch hier zeigen möchte.
Es gibt eine intestinale Barrierestörung. Das heißt, die Grenze funktioniert nicht mehr. Ja? Das ist Leaky Gut, was du vorher ideal erkannt hast. Ja? Du hast es richtig erkannt. Gesagt, Leaky Gut ist die Grundlage eigentlich für fast alle chronischen Erkrankungen. Ja? Natürlich, wenn du jetzt vom Fahrrad gefallen bist und dir das Bein gebrochen hast, nicht. Aber für fast alle chronischen Erkrankungen ist diese intestinale Barrierestörung mit einer verstärkten Endotoxinämie von metabolischen bakteriellen Abbauprodukten oder Stoffwechselprodukten, die zur Leber gehen. Und von der Leber ist es Open End. Ja, das heißt, es kann überall hin. Zunächst müssen wir uns um den Darm kümmern. Wenn der Darm in Ordnung ist und die Bauchspeicheldrüse und der Magen und die Galle, dann kann man sagen, okay, jetzt gehen wir dazu über und schauen, dass ob der Patient jetzt einen TH1 oder TH2-Switch hat, das kann man nachher nochmal in einem speziellen immunologischen Labor kontrollieren. Aber prinzipiell kann man da mit Kurkuma arbeiten, man kann mit Berberin arbeiten, also so pflanzliche Bioflavonoide. Resveratrol eignet sich hervorragend, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, aber eigentlich immer nur in zweiter Instanz. In erster Instanz ist es immer, also prima vista, wichtig, dass wir erstmal die Entzündungsursache beheben. Also entferne die Giftquelle vom Patienten oder entferne den Patienten von der Giftquelle. Ansonsten laufen wir der Sache hinterher. Wir können ja 10 Jahre Kurkuma nehmen, wenn wir eine chronisch entzündliche Darmflora haben, die uns ständig Toxine bildet, dann hat irgendwann die Leber die Nase voll. Und der Körper wird getriggert in Antikörperbildung. Und Antikörper, das mag zur heutigen Zeit vielleicht nicht so attraktiv klingen, ich weiß. Aber meine Damen und Herren, Antikörper sind nicht gut. Ich sage es nochmal, Antikörper sind nicht gut. Ich habe Patienten, die geben Tausende von Euro aus, Tausende von Euro, um im Rahmen einer Inusferese, das ist eine Blutwäsche, so kann man es mal einfach sagen, mit einem speziellen Filter, ihre Antikörper, ihre antinukleären Antikörper rausfiltern zu lassen. 1.000 Euro. Das heißt, dass mit dem ganzen Antikörper, ich habe Antikörper hier, Antikörper da, bitte nochmal drüber nachdenken. Zumal, muss ich auch sagen, Antikörper und Schutz vor Infektion 20%, wenn überhaupt. Also so viel dazu. Das heißt, Entzündungen bilden langfristig autoimmunologische Prozesse. Das heißt Autoinflammation durch ständige Reize an der Darmschleimhaut, durch Fehlernährung. Angenommen, jemand verträgt kein Gluten und er weiß es nicht. Er ignoriert es vielleicht auch. Er hat ständig proinflammatorische Reize an der Darmschleimhaut und irgendwann reagiert der Körper natürlich mit Antikörperbildung, mit Autoimmunität, mit Zytokinbildung. Und es bleibt dann nicht mehr auf die Darmschleimhaut beschränkt, sondern es wird dann systemisch. Und dann kommt es zu Hashimoto, dann kommt es zu Arthrose, Gelenkerkrankungen, dann kommt es zu Depressionen, Stimmungsschwankungen. Und was ganz wichtig ist vor allem, das habe ich vor kurzem auch sehr dramatisch lernen müssen bei vielen Patienten, autoinflammatorische Prozesse mit Zytokinbildung führen zu Schlafstörungen, Melatonin, Tryptophan, Serotonin, Depression, Stimmungsschwankungen. Also wenn jemand von euch zuhört, der mit Depression zu tun hat, der mit Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen zu tun hat, mit hormonellen Dysregulationen zu tun hat, dann ist er ganz gut daran beraten, wenn der nach Entzündungen fahndet in seinem Körper. Und bitte nicht den Darm von dem zentralen Nervensystem trennen und dem zentralen Nervensystem von der Erektionsfähigkeit trennen. Der Körper hängt in allen Systemen zusammen. Auch die Zähne. Die Herzgesundheit hat sehr viel mit deiner Darmgesundheit zu tun und die Herzgesundheit hat auch sehr viel mit deiner Zahngesundheit zu tun. Wir können das alles nicht trennen. Und nur wenn das alles stimmt und auch die Psyche, was ja wiederum dein Partner ist, dann kann alles gut funktionieren. Ansonsten sind wir im Bereich der Kompensation. Ja, das finde ich auch gerade bei dir einfach gut, dass du einfach so einen ganzheitlichen Ansatz hast. Das fehlt einfach den meisten heutzutage. Es ist so, man muss natürlich den Patienten so anschauen. Wenn man das nicht macht, dann kommt man nicht weiter. Man kann jetzt nicht sagen, eigentlich müssen wir ehrlich sein. Wir können in der Medizin
die allermeisten Dinge nicht kausal behandeln. In der Schulmedizin schon gar nicht. Wir haben ein falsches Bild. Die Patienten und die Menschen insgesamt, die haben ein völlig falsches Bild, was die Medizin zu leisten vermag. Das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme unserer Zeit, dass diese Omnipotenz, die falsch dargestellt wird von Seiten der Medien und auch diese Lobeshymnen auf die Ärzteschaft. Wir haben eine Evidence-Based Medicine, das ist richtig. Und wir haben dieser Evidence-Based Medicine auch einiges zu verdanken. Aber wir haben dieser Evidence-Based Medicine auch jedes Jahr allein in Deutschland 300.000 Todesfälle zu verdanken, die nicht sein müssen. Und man muss eines ganz klar auch dazu sagen. Todesursache Nummer 1, Krebserkrankung. Todesursache Nummer 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Todesursache Nummer 3, der Arzt. Nicht Corona. Corona kommt gar nicht vor, weil es es nicht gibt. Aber die Todesursache Nummer 3 ist der Arzt. Und das muss man auch sagen. Das heißt also bei aller Begeisterung für die Medizin, wir haben 3%, 3-5% Evidence-Based Medicine. Das, was man sagt, es ist Wissenschaft. Ne? Die Medizin stellt sich ja gern so hin und sagt, ich vertraue keinen Spekulationen. Gibt es ja einen berühmten Boxer, der es ja auch vor kurzem gesagt hat, ich vertraue nicht der Spekulation, ich vertraue nicht dem Querdenker, ich vertraue der Wissenschaft. Die Wissenschaft, muss man ganz ehrlich sagen, die ist falsch. In weiten Teilen stimmt die Wissenschaft nicht. Das ist so. Und die Evidence-Based Medicine, die wir heute betreiben, die ist in 3% 1A. Es gibt 1A Evidence-Based, es gibt 1B, also 1B, es gibt 2A, 2B. Bei 2B wird schon Richtung Spekulation, da gehen wir schon sehr stark in die Richtung Religion. Aber das, was wirklich knallhart randomisiert durch Meta-Analyse, Placebo-kontrolliert ist, das nennen wir 1A. Und das sind 3%. Also auch zum Beispiel so Dinge wie Bypass-Operation, Herzkatheter, ist auch nicht ganz evidence-based. Also so wie man das immer so sagt, alles, was im Krankenhaus gemacht wird, ist immer evidence-based, es ist Wissenschaft, es ist, das ist nicht ganz richtig. Das wird oft leider falsch dargestellt von den Medien, die uns jetzt auch in solche Situationen gebracht haben, jetzt erneut wieder, ja. Das ist ja schon zum zweiten Mal innerhalb von ganz kurzer Zeit, die uns in ganz schwierige Lagen gebracht haben, weil es uns einfach nicht die Wahrheit sagen. Das ist echt unglaublich, was da alles so schief läuft. Wie läuft denn so eine Behandlung bei dir ab? Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt extreme Darmprobleme und weiß, ich habe mit Entzündungen zu kämpfen. Könntest du da vielleicht einen kleinen Einblick in deine Behandlung geben, wie du da vorgehen würdest? So als Vorgeschmack für die Zuhörer. Innerhalb meiner Online-Sprechstunde machen wir zunächst einmal eine Anamnese von 1,5 Stunden. 1,5 bis 2 Stunden, kann manchmal länger dauern. Und da ist es so, dass ich natürlich von der Pike auf abfrage, was war das erste Problem? Welche Impfungen gab es im Kindesalter? Wann kamen die ersten vielleicht Amalgamfüllungen? Wann kamen die ersten Zahnspangen? Wann bist du das erste Mal richtig erinnerlich vom Fahrrad gefallen? Hast dir die Halswirbelsäule verletzt oder hast du die Wirbelsäule verletzt? Wie war deine Ernährung im Kindesalter? Wie bist du auf die Welt gekommen mit Kaiserschnitt oder nicht? Das ist ein riesiger Unterschied, was die immunologische Abwehrleistung des Organismus betrifft. Dann schauen wir uns natürlich die Schwermetalle an. Das heißt, wir machen Provokationstests. Hast du eine Schwermetallbelastung, was heute bei fast allen Menschen der Fall ist? Kannst du entgiften, was auch bei vielen Menschen heute nicht mehr der Fall ist, weil sie nicht entgiften können, weil sie die Entgiftungsenzyme nicht mehr haben, wiederum meistens durch Schwermetalle oder durch andere toxische Belastungen. Und zum Schluss dann kommt fast bei allen Patienten die Darmanalyse, das heißt das Mikrobiom. Und da schickt man einfach, kann man selbst machen, kann jeder von euch selbst machen, da schickt man einfach dann eine Stuhlprobe ins Labor und bekommt dann innerhalb von 2 Wochen eine detaillierte Auflistung, ob du eine Entzündung im Darm hast. Das kann man an Calprotectin festmachen, das kann man am Leaky Gut durch Zonulin festmachen. Es gibt noch so einen Marker, eosinophiles Protein X ist ein wichtiger Marker, Calprotectin ist ein wichtiger Marker. Dann gibt es natürlich noch Blutwerte, die wir machen.
Die Hormone schauen wir uns selbstverständlich an, weil auch die Hormone spielen eine ganz wichtige Rolle, gerade bei Testosteron oder Östrogen, Progesteron. Wie gesagt, viele Männer haben ja heute sehr niedriges Testosteron, sehr häufig Erektionsstörungen. Das ist mittlerweile eine Pandemie, das ist eine wirkliche Pandemie. Die Erektionsstörung, so wie ich es wahrnehme, also ich weiß nicht, ob das bei anderen ähnlich ist, aber ich kann nur sagen, aus meiner Wahrnehmung ist die Erektionsstörung beim Mann heute die wirkliche Pandemie. Okay, dann würde ich jetzt mal zu meiner letzten Frage kommen. Also falls ich mich dennoch, also es gibt ja Leute, die wollen immer diesen kurzen, schnellen, bequemen Weg gehen für ihre Beschwerden, und ich habe das jetzt schon öfter mitbekommen. Manche Leute schreiben mich an und erzählen mir, sie nehmen unfassbar hohe Dosen an irgendwelchen Steroiden. Wenn sich eine Person für eine Testosteronersatztherapie dann dennoch entscheidet, wie sollte sie es richtig anstellen? Also zunächst mal muss man eins sagen. Ich möchte an der Stelle vielleicht, da bin ich dir sehr dankbar, dass du mir die Gelegenheit gibst, und zwar diese Wirkstoffspiegelschwankungen. Leute, das ist nicht wahr. Das stimmt so nicht. Wir haben kein einziges Hormon in unserem Körper, das immer in gleicher Menge, in gleicher hoher Konzentration gebildet wird. Es gibt diese sogenannten Wirkstoffspiegelschwankungen, die sind völlig physiologisch. Das heißt also, man muss sein Testosteron nicht jeden zweiten Tag injizieren. Wenn es auch noch ein langer Ester ist oder ein Enantat oder ein Cypionat und schon gar kein Sustanon jeden zweiten Tag injiziert, um Wirkstoffspiegelschwankungen zu vermeiden. Das ist vielleicht mal das Allerwichtigste an der Stelle. Ein gesunder junger Mann hat morgens um 3 Uhr wird CRH frei, Corticotropin-Releasing-Hormon, in dem zuvor vom Hypothalamus GnRH gebildet wurde, Gonadotropin-Releasing-Hormon, und das stimuliert den Hypophysenvorderlappen. Der Hypophysenvorderlappen stimuliert die Testis, die Hoden, die Gonaden beim Mann, und dann hat er um 4, 5, 6, 7 bis vielleicht 10, 11 Uhr hohes Testosteron. Und dann fällt das Testosteron zum Abend hin ab, je nachdem mit Ghrelin und so weiter, mit dem Essen und Insulin spielt es dann auch noch so eine kleine Rolle. Training, sexuelle Stimulation, aber ein gesunder junger Mann hat abends einen niedrigen Testosteronwert. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Östrogen und in vielen Fällen natürlich mit allen anderen Hormonen auch. Also Hormone werden entweder pulsatil ausgeschüttet, wie das Wachstumshormon. Deswegen bitte dieser Gedanke, ich muss mein Testosteron alle paar Tage injizieren, damit es zu keinen Wirkstoffspiegelschwankungen kommt, das ist nicht haltbar. Das Erste. Dann das Zweite halt, muss man sich schon sehr genau Gedanken machen, was ich eigentlich erreichen möchte. Eine Hormone Replacement Therapie für mich ist am besten nach wie vor transdermal. Weil da ahmen wir genau das nach. Wir haben morgens einen hohen Testosteronspiegel, wenn ich mein Gel transdermal auftrage. Da gibt es auch DHT-Gel, kann man auch machen. Es gibt tatsächlich auch Männer, die sagen, okay, wenn ich jetzt Testogel von der Firma Bayer auftrage, dann steigt zwar mein Testosteron, mein DHT steigt aber nicht an, weil meine 5-Alpha-Reduktase geschädigt ist, entweder durch Umweltgifte oder beispielsweise auch durch Postfinasterid-Syndrom. Da machen wir auch vieles ziemlich verkehrt mit diesem Postfinasterid-Syndrom. Das ist auch so ein Medikament, wo extrem potent ist und auch Einflüsse hat aufs Mikrobiom und auf viele andere Systeme des Körpers auch. Da kann man auch mal ein Video zu machen. Ganz viele Männer kommen mit Postfinasterid-Syndrom. Und bei denen ist es tatsächlich manchmal so, dass wenn man der Testogel gibt, dass die trotzdem nicht besser werden, was die Stimmung betrifft, was die Libido betrifft, was einfach das Wohlbefinden betrifft, muss man ganz klar sagen. Da gibt es aber auch ein DHT-Gel, also ein Dehydrotestosteron-Gel. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn man eine Hormone-Replacement-Therapie macht, dann ist die am besten durchzuführen, nicht mit Libido, nicht mit Enantat, nicht mit Propionat, mit Cypionat oder Sustanon, mit mehreren Komponenten von mehreren Estern, sondern mit dem Gel. Und ich kann auch sagen, warum. Weil die Esterasen sind die Enzyme im Fettgewebe, aber auch in der Muskulatur, die den Ester abspalten. Und wenn ich jetzt einen Mann habe, der ständig Testosteron spritzt, dann kommt es zu einer verstärkten Expression der Esterasen. Und deswegen kann man nicht sagen, du musst dein Testosteron im Sinne von einem langwirksamen Ester meinetwegen alle 5, alle 7 oder alle 14 Tage spritzen. Das ist nicht wahr. Ich habe Männer,
Die spritzen ihr Testosteron alle 14 Tage und glauben, sie hätten Wirkstoffspiegelschwankungen. Sage ich, gut, dann spritzt dein Testosteron jetzt und lass das Testosteron bestimmen. Und 3 Wochen später gehst du zum Hausarzt oder wen auch immer und lässt das Testosteron wieder bestimmen. Und siehe da, die sind immer noch über dem Normwert. Das heißt also, man kann nicht bei jedem Patienten sagen, bei jedem Mann sagen, du musst dein Testosteron alle 3, alle 5. Deswegen hört bitte auch auf, euren Kollegen im Fitnessstudio Ratschläge zu geben, spritzt dein Testosteron alle 3 Tage, alle 5 Tage im Sinne vom Coaching. Das wisst ihr doch gar nicht. Woher wisst ihr denn das? Woher wisst ihr denn, wie dem seine Esterasen funktionieren? Also überhaupt, wie seine Leber funktioniert. Also das funktioniert so nicht. Deswegen das Beste, was man machen kann, meines Erachtens, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, der letzten 30 Jahre, ist Testogel oder Androgel. Also Testogel, Androgel, und da gibt es aus Frankreich, gibt es noch ein Dehydrotestosterongel. Damit würde ich arbeiten. Ob man dann Clomiphene dazu gibt, das glaube ich da gar nicht, weil wichtig ist ja, und das ist ja der Trick, wenn beim Testogel der Wirkstoffspiegel, die ja alle vermeiden wollen, die Wirkstoffspiegelschwankungen, ja, wenn es also diese Wirkstoffspiegelschwankungen, das ja für jeden das rote Tuch ist, ja, das ist ja der Teufel in Person, ja, die ja physiologisch ist, die wir ja brauchen. Wenn natürlich das Testogel abends nicht aufgetragen wird, dann sinkt der Testosteronspiegel, dann kann sich der Körper auch wiederholen. Wir kennen ja auch sowas wie Rezeptorreaktivität. Das heißt, wie sensibel ist mein Rezeptor für das Testosteron? Und wenn ich jeden Tag 100 Milligramm Propionat spritze oder jeden zweiten Tag 50 Milligramm Propionat spritze, dann ist der Rezeptor innerhalb von ganz kurzer Zeit, schätzungsweise kann es nicht genau sagen, weil jeder, wie gesagt, anders ist, innerhalb von 2 Wochen, spätestens 3 bis 4 Wochen, ist dieser Rezeptor in seiner Struktur verändert und reagiert nicht mehr drauf. Das heißt, genau aus diesem Grund gibt es Wirkstoffspiegelschwankungen. Nehmen wir Insulin. Stellt euch mal vor, wie entsteht so ein Diabetes? Weil auf dem ganz einfachen Weg, ohne das metabolische Syndrom und alle anderen Biochemical Pathways, die da eine Rolle spielen, mit zu berücksichtigen, da könnten wir morgen noch drüber sprechen. Aber wie entsteht ein Diabetes? Ganz einfach gesagt, derjenige isst immer Zucker. Er isst immer einfache Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index. Die Bauchspeicheldrüse muss immer Insulin produzieren. Und irgendwann sagt der Rezeptor, der GLUT4, an der Zelle, hey, Insulin, interessiert mich nicht mehr. Und genau das passiert beim Testosteron, bei der Hormone Replacement Therapie, wenn jemand der irrigen Auffassung ist, der müsste immer alle 4 Tage 250 Milligramm oder 125, was vielleicht noch ein bisschen besser ist, injizieren. Muss also jeder individuell für sich herausfinden, wenn ihr Testosteron spritzen wollt, könnt ihr das ja gerne machen, aber das muss eben dann laborchemisch in gewisser Weise kontrolliert werden. Wie verhält sich SHBG, also sexualbindendes Globulin? Alle Steroidhormone werden an SHBG gebunden, das ist ein Alpha-Fetoprotein der Leber. Und wenn die Leber nicht gut funktioniert, weil unser Mann eine chronische Entzündung der Darmflora hat oder weil er eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut, nicht der Darmflora, die Darmflora ist ja die bakterielle Besiedlung. Aber wenn es hier zu einer Endotoxinämie kommt durch bakterielle Abbauprodukte von Mikroben, dann belastet es die Leber. Und sehr häufig haben diese Männer dann zu niedriges SHBG. Zu hohes SHBG kann ich ja behandeln, zum Beispiel mit Bor. Da hast du ja mal vor kurzem auch was dazu geschrieben. Ja, das funktioniert sehr gut. Aber zu niedriges SHBG, was machen wir denn da? Und ich erlebe sehr viele Männer, die zu niedriges SHBG haben. Jetzt kann man sagen, naja, alle DHTs, also Dehydrotestosteron-Derivate, abgewandelt vom Testosteron, Masteron, Primobolan, Oxandrolon, Oxymetholon, sind alles Dehydrotestosteron-Derivate, die binden natürlich stark an SHBG und dadurch sinkt dann SHBG. Das ist richtig, aber nicht immer. Das heißt also, wenn wir zu niedriges SHBG haben bei einem Mann, der nur Testosteron spritzt, dann muss man schauen, vielleicht hat er ein Leberproblem. Und ein Leberproblem kommt, wie gesagt, nicht
das kommt nicht sui generis. Also das Leberproblem entsteht meistens auf der Basis von einer Leberproblematik. 70% vom Blut aus dem Darm gelangt zur Leber. Das heißt, alles, was permanent an Toxinen im Darm gebildet wird, durch bakterielle Fehlbesiedlung, durch Pilze, durch Candida, belastet meine Leber. Und wenn die Leber das nicht mehr rausfiltern kann, dann haben wir Schlafstörungen, dann haben wir Depressionen, dann haben wir diese psychischen Auffälligkeiten, die wir heute so häufig sehen, vor allem in der Politik. Auch dann ganz schön Teufelskreis geraten, wenn man da was falsch macht. Ein Circulus Virtuosus, Pascal, ja, das hast du natürlich nicht erkannt. Ja. Ich bin mir im Klaren darüber, dass für viele das jetzt ein bisschen komplex ist. Aber schaut es euch mal gut an, denkt es mal durch, den Zusammenhang zwischen Immunsystem, Nebennierenrinde, Cortison, das frei wird, und das natürlich das Cholesterin, das haben wir ja nicht endlos zur Verfügung. Das heißt, also das Cholesterin, um es mal zurückzugehen, das ist ja genau das Problem. Hier oben links bei Nebennierenrinde, gerade die Männer, die hohe Cholesterinwerte haben, die sollten sich besonders mal Gedanken machen, warum ist denn das Cholesterin so hoch? Vielleicht, weil er eine chronische Entzündung hat. Vielleicht, weil sein Körper ständig Cortison bilden muss. Vielleicht sollten wir nach den Zähnen gucken. Vielleicht sollten wir mal nach der entzündeten Darmschleimhaut schauen. Und das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt. Daher meine Bitte, Testosteron-Replacement-Therapie, wunderbar. Bin ich absolut, ich bin der Letzte, der gegen eine Hormon-Replacement-Therapie ist. Ja, absolut nicht. Aber es muss passen. Oder man sagt, okay, ich möchte einfach zur Leistungssteigerung mit Testosteron arbeiten. Dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber dann müssen wir es anders deklarieren. Dann müssen wir nicht Hormon-Replacement-Therapie aufgrund von hypogonadalen Dysfunktionen drunter schreiben oder drüber schreiben, sondern müssen wir sagen, okay, Doping. Aber damit kann man ja auch leben. Dann denke ich, haben wir da bei dem Thema mal ein bisschen aufgeklärt. Das war mir ganz wichtig. Und jetzt hätte ich noch ein paar Fragen aus meiner Community, die ich gesammelt habe. Gerne, gerne. So, da hat jemand gefragt, er hat morgens seit ein paar Jahren keine morgendliche Erektion mehr, an was das liegen könnte und ob das schlimm ist. Kommt aufs Alter an, kommt auf die Hormone an natürlich. Klar, in erster Linie, was mir einfallen würde, wäre Dehydrotestosteron. Mhm. Ich bin deswegen so ein bisschen mit dem Dehydrotestosteron ziemlich fixiert, weil Dehydrotestosteron am Schwellkörper dafür sorgt, dass vermehrt über die endotheliale NO-Synthase, das ist ein Enzym am Endothel, also unser Gefäßinnenschicht, ja, dass da vermehrt Stickstoffmonoxid gebildet wird. Und ich habe häufig das Gefühl, dass gerade bei älteren Männern der Schwellkörper seine Funktionalität verliert. Das heißt, der Schwellkörper, der wird wie alles im Alter einfach träge, der wird müde. Ja? Und wenn dem Mann dann auch noch Dehydrotestosteron fehlt, weil er es vielleicht durch Enzymdestruktion, durch Schwermetalle, durch Amalgamfüllung, durch Impfungen, wir wissen ja gar nicht, was mit der Impfung passiert, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ja? Ich rede jetzt vorwiegend von Impfung im Kindesalter. Wir wissen ja gar nicht, was da passiert. Aber wenn wir das so sehen, dann muss man sagen, meistens sind es giftige, toxische Einflüsse von außen, die dafür sorgen, dass entweder aus Testosteron nicht mehr genügend Dehydrotestosteron aufgebaut werden kann. Wir sehen sie hier, wir haben sie direkt vor uns. Ja? Ja. Oder dass derjenige zu viel Östradiol bildet. Dann kann er durch die Erektion auch oft ausbleiben. Oder dass es eben ein zirkulatorisches Problem ist. Ja? Kann auch herz-kreislauf-bedingt sein, allerdings seltener. Wir sehen zum Beispiel, dass viele junge Männer haben extremste Erektionsstörungen, wo manchmal sogar Viagra nicht hilft. Und ältere Männer, die 70 sind, die 65 Jahre alt sind und eigentlich mit Sicherheit mehr Atherosklerose haben wie der 22-jährige Bodybuilder, ja, und die nehmen Viagra und das funktioniert hervorragend. Also das Gefäßsystem spielt sicherlich eine Rolle, die Atherosklerose spielt eine Rolle, aber oft sind es mehr die funktionellen Faktoren. Ich würde mal raten, nach dem Vitamin B12 zu schauen. Ich würde mal nach der Mikrozirkulation schauen. Und dann kann man mal Folgendes probieren. Wenn die Erektion nach dem Sport besser ist, dann ist ein zirkulatorisches Problem. Einfach mal nach dem Sport, nach dem Joggen, nach dem Kraftsport, einmal versuchen, ob die Erektion hier im Anschluss direkt besser ist.
Dann kann man versuchen, ein bisschen mehr zu trinken. Das spielt oft auch eine Rolle. Dann wären Dinge, die die Blutrheologie verbessern, also Geldrollenbildung, dass die Erythrozyten zusammenkleben. Das hat was mit dem pH-Wert zu tun. Das haben bei vielen Sportlern auch, die sehr stark im anaeroben Bereich arbeiten, die übersäuern so ein bisschen. Ne? Und im sauren Gewebe, da fließt das Blut nicht. Und da muss man gucken, wie sieht es denn aus, wenn der jetzt zum Beispiel auf dem Rücken liegt. Wenn der auf dem Rücken liegt und die Erektion funktioniert nicht gut, aber in der Missionarstellung funktioniert es gut, dann ist ein zirkulatorisches Problem und dann kommt es zu einem Venous Leaky Syndrom. Das heißt, dann sind die Venen geschädigt. Dann kann das Venensystem das Blut nicht halten. Weil eine Erektion kommt dann nicht nur dadurch zustande, dass vermehrt Blut über die Arterien, über die Arteria pudenda interna, aus der Arteria iliaca communis, aus der Aorta, dann einfließt oder einströmt in den Schwellkörper, sondern das Blut muss ja gehalten werden. Ja. Und wenn die Gefäße, gerade die Venen, als schlussendlich ganz wichtige regulatorische Gefäße durch Giftstoffe aus dem Darm, durch Impfungen, durch Schwermetalle geschädigt sind, dann können die Venen, vor allem ganz wichtig, Histaminen erstellen. Das ist ja wieder bei Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wenn jemand ein Problem hat mit Nahrungsmittelunverträglichkeit und demzufolge Probleme hat mit Histamin, dann kann der meines Erachtens relativ häufig feststellen, dass die Erektion mit der Zeit nicht mehr gut ist. Also für alle, die Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, die Lösung meines Erachtens, ich kann nur nach meiner Philosophie, durch mein Prisma das Ganze anschauen, ist aber nicht die Lebensmittel wegzulassen, die ich nicht vertrage. Weil es wird immer weniger, es werden sowieso immer weniger Lebensmittel, das weißt du selbst, Pascal. Wenn ich heute gegen Erdbeeren allergisch bin, dann bin ich es morgen gegen Eier und übermorgen bin ich es dann gegen so ziemlich alles. Da muss man gucken, dann sind es meistens Dünndarmfehlbesiedlungen, weil das Histamin, das wird nämlich gebildet von Bakterien und das muss runter. Also es ist nie die Lösung, histaminsenkende Präparate zu nehmen. Also Antihistaminika zum Beispiel, Cetirizin oder sowas. Ja. Da hilft auch das neueste Cetirizin nicht, sondern da muss man clever vorgehen. Da muss man gucken, wo kommt das Histamin her. Das Histamin aus dem Darm, das gebildet wird, kann es abgebaut werden? Ja, okay. Ansonsten müssen wir Kofaktoren geben. Kupfer zum Beispiel ist ganz wichtig. Zink ist ganz wichtig. Vitamin B6 als Kofaktor, Magnesium als Kofaktoren des Histaminabbaus. Also das wichtigste Enzym, das Histamin abbaut, ist die Deaminoxidase. Da gibt es einen Darm, die ist ganz wichtig. Und wenn das stimmt, also wenn die Deaminoxidase, die man messen kann, das kann man bei jedem Hausarzt messen lassen, dann muss man gucken, wie viel Histamin wird im Darm gebildet. Das sind so diese Faktoren, die ich nach und nach bei Erektionsstörungen abgrasen würde. Hormone erstmal bestimmen, einfach machen. Wenn die Hormone es nicht sind, dann muss man so ein paar Tests machen. Bei welchen Situationen im Leben geht es mir besser? Bei welchen Situationen kann ich eine Erektion erreichen? Man kann auch mal Arginin nehmen, ein bisschen, um zu sehen, bringt das was? Dann kann man mal hochdosiert Vitamin B12 spritzen. Wie ist es da? Weil Vitamin B12 ist ganz wichtig, um Homozystein zu senken. Das ist ein ganz wichtiges Radikal in der Gefäßwand. Haben ganz viele Männer erhöhte Homozysteinwerte, weil sie zu viel Eiweiß essen und zu wenig Vitamin B12 aufnehmen. Also mal so gesagt, wenn jemand viel Eiweiß isst, Erektionsstörung hat, er Protonpumpenhemmer bekommt, das ist Protonpumpeninhibitoren, also Omeprazol, Pantoprazol, Lisoprazol, und er hat Erektionsstörung, dann ist die Richtung relativ, könnte die Richtung klar sein. Dann geht es einfach in Richtung Homozystein. Weil, warum? Die ganzen Protonenpumpeninhibitoren, die hemmen die Aufnahme von Vitamin B12. Nicht nur von Vitamin B12, auch Magnesium. Aber gerade Vitamin B12 ist ein ganz wichtiges Vitamin. Das jüngste Vitamin, das größte Vitamin. Ob es das wichtigste ist, es gibt nicht das Wichtigste. So würde ich vorgehen bei Ja. unklarer Reaktionsstörung. Das war sehr, sehr hilfreich, denke ich. Und dann hat noch jemand gefragt, ist Soja wirklich schädlich für den Testosteronspiegel? Also ich denke, wenn man es in Maßen konsumiert, ganz bestimmt nicht. Wo ich eher Probleme hätte, wäre einfach die Toxine im Soja. Ja. Man kann sich vielleicht vorstellen, alles, was in Massen hergestellt wird, ist in erster Linie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit kommerziell verseucht.
Aber jetzt gerade vor den Phytoöstrogenen, die drin enthalten sind, hättest du da keine Ja, die Bedenken? Phyto ist, naja gut, wenn jetzt jemand zum Beispiel sowieso zu Phytoöstrogenen oder zu einem hohen Östrogenspiegel neigt und empfindlich ist, mit Sicherheit ja. Aber es gibt auch hier unterschiedliche Verträglichkeiten. Es Okay. gibt Männer, ich habe Athleten, die verwenden sogar Östrogenproteine, also durch Soja. Die versorgen sich zum großen Teil mit ihren Proteinen von Soja und haben das Problem nicht. Aber wenn jemand empfindlich ist, würde ich es nicht machen. Schon Okay. allein deswegen nicht, weil Soja stark gespritzt wird. Soja ist gentechnisch verändert. Gut, das sind wir alle mittlerweile. Na, wir zwar nicht, aber trotzdem. Ne? Ja, ich hatte jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, also da haben mich Leute angeschrieben, dass sie meinen, sie hätten in ihrer veganen Zeit eine Gynäkomastie entwickelt. Vegan, also vegetarisch bin ich damit einverstanden, kann man sicherlich machen. Vegan wird schwierig. Ja. Vegan ist schwierig, weil viele Menschen machen einen Fehler und die sagen, es gibt große Lebewesen, wie zum Beispiel, wenn man ins Tierreich schaut, wie die Gorillas, wie die Kühe, wie die Rinder, die leben ja auch, die essen ja auch kein Fleisch, ja, und die sind sogar noch viel muskulöser wie wir, zum Beispiel Gorilla. Ja, aber meine Damen und Herren, der Gorilla hat einen anderen Darm. Der Richtig. Gorilla hat viel längeren Darm. Da sind viel, viel mehr Bakterien drin, die diese Aminosäuren aus dem Gras und aus seinen Gräsern und seinen, ich weiß nicht genau, was der Gorilla alles an Gräsern frisst, ja, oder halt die Kuh, die können tatsächlich durch verschiedene Fermentationsprozesse von Bakterien wieder können die Aminosäuren bilden. Wir können das nicht. Deswegen mit dem Vegan. Es ist so eine Sache, ja, wenn es jemand gut verträgt. Es gibt auch viele gute Therapeuten, die propagieren das. Aber ich halte es für schwierig, da ausreichend Mikronährstoffe zu sich zu führen. Weil versuch doch mal einfach, nur ausreichend Eisen, nur den Tagesbedarf von der Deutschen Gesellschaft für Fehlernährung, das, was die empfehlen, das ist ja wirklich nur die Mindestmenge, ja, das mit Getreide, mit Brot zuzuführen. Das ist schwierig. Mit Fleisch gelingt das mit einer Mahlzeit. Also, ich bin nicht für Fleisch essen, dass man jetzt da Tiere tötet und so, ist mir alles klar. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Also, wenn man sagt, okay, ich ernähre mich vegan, dann muss man umso mehr auf seinen Mikronährstoffhaushalt, auf seine Biofaktoren achten. Ganz wichtig. Und da interessiert sich noch jemand für deine Nahrungsergänzungsmittelroutine. Für meine, Ja. also der Klassiker bei mir ist Coenzym Q10, Hm. Mitochondrien als Überträger von Komplex 1 auf Komplex 2. Das ist ganz wichtig. Also Coenzym Q10 würde ich ganz oben in der Liste aufführen. Wobei hier muss man ganz klar sagen, Ubiquinon, alle guten Studien laufen, sind gelaufen. Mit Ubiquinon. Es gibt die Diskussion, man bräuchte unbedingt Ubiquinol, will ich an der Stelle nur Ja. sagen. Nein, braucht man nicht. Also Ubiquinon wird sehr gut resorbiert, vor allem, weil Ubiquinon im Darm in Ubiquinol umgewandelt wird und dann wieder zurück in der Zelle in Ubiquinon reagiert. Das heißt also, Ubiquinon ist auch viel stabiler. Also von daher würde ich mir Ubiquinon kaufen, so als Tipp. Dann nehme ich Kurkuma. Mit 1 Gramm. Ich nehme Berberin zu jeder Mahlzeit. Was ist noch dabei? Vitamin D nehme ich wenig, weil ich hier sehr viel Sonne habe. Man muss Vitamin D immer mit Vitamin K kombinieren. Magnesium nehme ich Magnesiumtreonat, weil es sehr gut resorbiert wird, weil es für das zentrale Nervensystem sehr interessant ist. Glutamin nehme ich und ich mache natürlich sehr viel intravenös. Also Glutathion gebe ich intravenös. Die kompletten B-Vitamine gebe ich intravenös. Und an der Stelle vielleicht auch noch als Tipp am Rande, ich mache sehr viel Chelartherapie. Das heißt also, ich mache mir alle paar Mo Wochen, alle 8 Wochen so 2, 3 Infusionen mit EDTA, um die Schwermetalle auszuleiten, um die Gefäße zu reinigen. Dabei darf es nicht eine Calcium-EDTA-Lösung sein, sondern Natrium-EDTA. Das ist völlig gefahrlos, da passiert überhaupt nichts. Es gibt millionenfache Anwendung von Natrium-EDTA-Infusionen und es gab noch nie in der gesamten Geschichte der Chelartherapie einen ernstzunehmenden Zwischenfall. Stimmt einfach nicht.
Und man kann hier die Mikrozirkulation verbessern. Man kann seine Schwermetalle ausleiten, allen voran eben Blei. Das haben wir hier im Dominikanischen Republik viel, weil hier gibt es überhaupt Auspuffreparatur, gibt es hier nicht. Ja, da gibt es halt solche Sachen. Und das ist, also Blei ist hier mit Sicherheit ein Thema. Quecksilber kann mit ausgeschieden werden. Und ein Supplement, was bei mir auch ganz oben auf dem Kurs, auf der Liste ist, ist die Alpha-Liponsäure. Die rechtsdrehende Alpha-Liponsäure. Also fassen wir mal zusammen: Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure, Kurkumin, Berberin, immer wegen dem Insulin, also nach den kohlenhydratreichen Mahlzeiten vor allem. Arginin nehme ich relativ wenig, vor dem Training vielleicht mal so ein Gramm, wegen der NO-Bildung. Taurin stabilisiert die Zelle, ja, bei Herzrhythmusstörungen sehr interessant, bei toxischen Belastungen sehr interessant. Taurin nehme ich auch so mit, bis zu 1,5 bis 2 Gramm pro Tag. Also wie gesagt, Arginin 1 Gramm, Taurin. Carnitin nehme ich nicht wegen TMAO, Trimethylaminoxid. Bringt übrigens auch nicht viel, wenn, dann muss es IV geben. Das wäre so Vitamin B, wie gesagt, gibt es intravenös. Ja, dann würde ich gerade zur letzten Frage kommen. Da hat jemand gefragt, Einfluss von ätherischen Ölen auf Entzündungsparameter. Wenn ätherische Öle gegeben werden, ja, dann kann man die im Darm sicherlich sehr interessant einsetzen. Ja, da gibt es zum Beispiel Schwarzkümmelöl, Oreganoöl. Nur muss man dazu sagen, wenn man einen, De also wenn ich dezidiert Candida nachgewiesen habe, und es gibt ja viele Therapeuten, es gibt den Patrick Strohbach und so, der hat ja hervorragende Videos und erklärt es auch ganz gut. Und er sagt eben, dass man Candida behandeln kann mit ätherischen Ölen. Meines Erachtens funktioniert es nicht. Also ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Candida. Der Candida ist ja die Ursache für Dünndarmentzündungen oder überhaupt für die Darmentzündung. Und da wird Histamin frei. Da werden dann diese proinflammatorischen Zytokine wie Tumornekrose, Faktor Alpha, Interleukin 1, Interleukin 6 und so weiter frei. Meines Erachtens ist es so, eine gereizte Darmschleimhaut reagiert extrem sensibel auf ätherische Öle. Ungefähr so kann man sich vorstellen, wenn man Salz in die Wunde streut. Wenn jemand gesund ist und er möchte das als Prävention betreiben, hervorragend. Wenn aber jemand eine entzündliche Darmschleimhaut hat, mit Leaky Gut, der bekommt Kopfschmerzen, der bekommt Gliederschmerzen, der bekommt eine Diarrhoe. So ist meine Erfahrung. Also man kann diese ätherischen Öle sicherlich anwenden, aber mit Vorsicht. Wissen. Gut, dann wäre ich soweit durch und hättest du vielleicht noch ein paar letzte Worte so für die Zuschauer und Also zu. ganz wichtig ist zu verstehen, dass die Gesundheit etwas ist, was ein wirklich schützenswertes Gut. Und ich möchte jeden auch ganz klar vielleicht noch mal ins Gewissen rufen, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Kein Politiker, kein Arzt, niemand kann dir diese Verantwortung abnehmen. Und das Leben ist eine Hohlschuld und keine Bringschuld. Das heißt, es soll bitte niemand kommen und sagen, ja, ich habe es nicht gewusst. Ja, das ist nämlich das, was uns die nächsten Wochen, Monate, Jahre sehr stark immer wieder begegnen wird, dass Leute sagen, ja, das, was jetzt die letzten Monate an Verbrechen passiert ist, ich habe es ja nicht gewusst. Ja? Ich will es jetzt nicht benennen, aber ihr wisst für alle, wovon ich rede. Das ist nicht der Fall. Ihr hättet es wissen können, wenn ihr euch dafür interessiert hättet. Deswegen setzt die Gesundheit immer an Numero Uno, immer Nummer eins. Vor jedem Training, vor jedem Steroidkonsum, vor jeder Hormon-Replacement-Therapie, vor jeder Beziehungsproblematik. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Du kannst die beste Beziehung haben, du kannst das beste Auto haben, den besten Job. Wenn du chronisch krank bist oder gar verstirbst, dann ist das Leben tatsächlich zu Ende. Und auch vielleicht noch eine Sache: Der Tod lauert überall. Deswegen seid einfach ein bisschen vorsichtiger mit eurer Gesundheit. Und als abschließender Satz ganz wichtig: Ich vertraue immer nur dem Zweifel. Alles Gute. Vielen Dank für dein Wissen, Andreas. Wirklich meinen größten Respekt für dein Wissen. Das ist echt der Wahnsinn, was du da immer alles auspackst.
Ich danke dir, Pascal. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Mach's gut, Andreas. Freue ich mich drauf. Viele Grüße nach Pforzheim. Danke. Mach's gut. Ciao. Ja, Pascal.